aus den Gebäuden ist nichts mehr drin. Aber das Kloster selber soll noch total zugestellt sein. Alles leer, das ist der absolute Wahnsinn, ey. Das Tor lädt uns schon ein. Guck mal, wie das wackelt. Alles leer. Jedes Haus, was du hier siehst, ist leer. Wenn ich wenigstens in eins kommen würde, wäre ich ja schon glücklich, ne? Weil so krass, wie die einfach aussehen. Natürlich wäre ich lieber in der Kirche. Das scheint hier das Krankenhaus vom Kloster gewesen zu sein. Ich heule, wenn die jetzt aufgeht. Scheint das Krankenhaus vom Kloster gewesen zu sein. Das ist einfach sowas von strange. Jedes Gebäude, was hier steht, das ist der absolute Wahnsinn. Krank ist das bitte. Hast du da direkt das nächste Gebäude? Das sind ja richtige Schlösser, ey. Ich bin einfach nur baff, mehr kann ich dazu nicht sagen. Da muss auf jeden Fall mal ein Krankenhaus gewesen sein. Ne? Weil sieht schwer danach aus. Hier mit so einer Trennwand als Vorhang. Dann hast du da hier die Nachtlichtdinger, Waschbecken. Hammer. Ich bin so platt, ne? Ich bin einfach so platt, das ganze Gelände ist lost. Okay, der Zaun geht wohl nicht weiter auf. Lost, also das da hinten. Lost, ich weiß gar nicht. Übrigens auch lost da hinten. Das ist einfach so unfassbar creepy. Und hier kommt einem auch schon wieder so ein alter Geruch entgegen. Ja, schade. Kein Reinkommen. Finde ich ja wirklich schade. Oh, da liegt sogar noch ein bisschen was.
kann es nicht entziffern. Waschbecken und was noch? Irgendwelche Vorhänge. Das ist auch lost. Das ist der absolute Hammer hier. Ich bin im Paradies. Ja, betreten verboten, kennen wir ja alle schon. Aber hier steht auf jeden Fall noch die Küche. Und das riecht so alt und muffig, ne? Und wir stehen nur vorm Gebäude. Boah, riecht das gammelig. Ich glaube, da kam man mal rein. Mal. Kommt man wohl nicht mehr. Ach, ist das geil. Hier ist noch ein Loch im Fenster. Da haben sie nicht verbarrikadiert. Da sieht man die Küche. Mega, ehrlich. Mega geil. Scheint aber auch mal gebrannt zu haben in der Küche. Ich würde ja mal nach oben gehen, ne? Und dann von oben reinfilmen. Vielleicht steht oben hier. Wow! Okay, Leute, das ist auf keinen Fall mehr sicher. Okay, hier sieht man gar nichts mehr. Ja, so schwammig wie der Boden da aussieht. Ist mir klar, warum das nicht sicher ist. Alter Schwede, ey. Da lernst du ja fliegen. Ja. Noch eins, was lost ist. Da hinten ist auch noch lost. Und hier hinter, das sieht man jetzt nicht, ist das Kloster. Das sieht ja geil aus, richtig DK. Muss mal ein Foto machen. Da ist noch ein Graffiti an der Wand. Die doofe Sonne, ne? Da stehen auch noch ein paar Sachen drin. Ich kann es nicht entziffern. Was genau da drin steht. Hey Leute, das ist einfach lustig. Ich weiß nicht, wohin mit mir, ehrlich nicht. So, jetzt. Ja, nach oben würde ich kommen. Ist ja nicht gut abgeriegelt da, ne? Ich zeige euch das mal. Hier ist eine Tür. Die Tür. Und hier kannst du aber noch durch und nach oben. Also gut gesichert ist anders. Ich meine, die haben das schon gut gesichert, man kann nicht rein, ne? Aber ja, jetzt nicht mehr dahin. Ich glaube, das war ursprünglich mal das Tor hier drauf, also aufs Gelände selber. Hier ist einfach alles dicht gemacht, ne? Hier gibt es kein Reinkommen, ey. Oh, noch Kühlschränke. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich will unbedingt in dieses scheiß Kloster. Komm da aber nicht rein. Da war ein Loch. Noch eine Decke, eine Palette und weiß ich nicht. Okay, das ist gruselig. Ich habe mich jetzt richtig erschrocken. Ich habe mich jetzt wirklich erschrocken, Leute. Ich laufe hier lang und sehe im Fenster
diesen Umriss. Das sind aber einfach nur Matratzen und eine Decke. Und da stehen auch Matratzen. Warum stehen an einer Fabrik Matratzen? Kann mir das mal jemand erklären? Also eine Matratzenfabrik war das, glaube ich, nicht. Oh, hier steht noch richtig viel drin. Vielleicht wissen wir, was es mal war. Also ich kann es nicht entziffern. Ich sehe eine Kabeltrommel. Da ist ein Klavier, ich glaube es nicht. Leute, seht ihr das? Da ist ein Klavier. So, weiter geht's. Ich musste mal eben das Klavier fotografieren. Oh, hier ist eine ganz komische Maske. Noch ein Radio. Das sind Lackdosen. Ich glaube, das war mal eine Lackfabrik. Oder Firma oder wie auch immer. Oh. Okay, ein Hasenkäfig. Das kann ich nicht entziffern. Ist auf jeden Fall schon krass geil, auch wenn man nur von außen hier überall gucken kann. Es ist der Hammer, ehrlich Leute. So eine alte Fabriklampe noch. Ja. Ich filme auch mit meinem Handy, weil es regnet und die Kamera rauszuholen ist mir jetzt zu unsicher, bin ich ganz ehrlich. Schon geil hier, ne? Schon geil. Ja, jetzt fahren wir noch zur Psychiatrie. Soll auch noch eine Psychiatrie sein. Damit ihr Bescheid wisst, wie sie sowieso kein Reinkommen, Leute. Peter wartet auch da hinten irgendwo unter einer Treppe, weil es einfach regnet und ich laufe hier einfach lang wie so eine Geistesgestörte. Ja, das ist halt einfach voll mein Ding. Ne? Selbst wenn ich nicht reinkomme, ich finde das so faszinierend, dass dieses komplette Gelände einfach lost ist. Weiß ich nicht. Mir fehlen noch die Worte, aber mir fehlen nicht oft die Worte. Ich glaube, das habe ich aber schon gesagt. Ne? So. Oh, ein Grill. Ein Grill, etliche Kabel. Ah, vielleicht kommt man hier unten drunter rein. Ja, boah, ich bin hin und weg. Ich bin einfach hin und weg. Also ich werde es auf jeden Fall trotzdem hochladen. Auch wenn man hier nicht viel sehen kann. Also man kann hier schon viel sehen, aber man kommt halt nicht rein. Das ist das Doofe, ne? Aber ich werde es dennoch hochladen. Auf jeden Fall, das lohnt sich. Das lohnt sich, ob man es jetzt von innen sieht oder nicht. Es lohnt sich, das hochzuladen. Auch schön. Ich glaube, das war die Schule. Ja, das wird die Schule gewesen sein. Ja, das sieht so nach Fabrik aus. Ne? Kann doch nicht die Schule gewesen sein. Die Tür ist ein bisschen gebogen. Da kommt man eh nicht rein. Veranda. Ja. Gut, dann gehen wir mal zu Peter. Absolute Hammer. Ich mache jetzt mal was ganz Gruseliges. So heavy. Und wieder lost. Hier ist einfach alles lost. Ey, das ist so geil hier. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Aber wir können da nicht reingehen, glaube ich. Nachher passiert uns das selbe wie in Mönchengladbach. Und hier sind wir aber in Holland und verstehen kein Wort. Ich meine, so ein paar Sachen kann ich ja auf Holländisch, ne? Aber
Ich glaube, wenn Security Mann kommt und wir müssen uns mit dem unterhalten, dann kriege ich nicht gebacken. Was ist das geil? Das ist alles. Ich renne auch voll viele Leute lang. Das ist so geil, ich schwör. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, Mann. Eines von 150 Gebäuden, ne?